okrenuo ju je, najpre na bok, pa na tanke metalne nožice, učvrstio je u pesku i opružio se. Nakon obavljenog posla trebalo je iskoristiti junski dan. Nečiji lepi junski dani prolaze u Portugalu, u kući s vinogradom, pored vitke, tihe žene u beloj košulji koja reže lubenicu na kriške. Njegovi lepi junski dani mogući su samo na gustom, rebrastom tkanju tuđe stolice za plažu pod lopoticama i kiču. وجسدي نوارتك جرحي بكثير ثمار أتيت وبقليل فرحلة سأمضي علني أجد إجابة في السديم لماذا تنثر هذه المدينة ثمار قلبي للريح Meine Stadt. Ich kam mit vielen Früchten, mit wenigen Blüten gehe ich. Vielleicht finde ich eine Beruhigung, die mich in der Ewigkeit einhüllt. Warum zerstreut diese Stadt die Früchte meines Herzens für den Wind? Wien in einsamer Zeit. 4, 3, 2. Den Fremden traue ich nicht, die Marschmenschen aber würde ich gern umarmen, wenn sie denn überhaupt Partner haben. Besser allerdings, wenn erst gar niemand in die Nachbarschaft zieht. Am wenigsten mag ich die Spitzaugen, die früh morgens aufstehen und spät abends ihre Türen geräuschlos schließen. Nie gehen sie allein aus. Od kada ćeš ceo grad? Saznajem piše preko tehničkih uređaja, ništa ne vidim tako prozor. Verujem i dalje u sve ono. So blau, so voll der Blass, die vielen Tränen, die da fließen. Schlagstock gegen Pizzastück, da müssen sie einer ja kommen, die Tränen. Ein Fest soll das sein, nicht ganz geräumt wird. Austräumen gefälligst ihr da, die euch aufmacht, um Platz, um mehr Platz zu fordern für alle, für die im schnuckelig schicken Viertel kein Platz mehr ist. I'm a quarter from my gold next year. Pitching sand. Trauern, trauern, trügen. She has some funny folks in her shelf between some funny Sie legen die Flinte an und ziehen immer wieder und treffen auch. Dennoch bleibt der durchlöcherte Körper stramm stehen und schaut einen an, denn es war eben nur das Spiegelbild, auf das man zielte. Und zerschoss man den einen, so legte man nur den Spiegel dahinter frei. Die Zigarette geht nicht an, vielleicht ist es das Fenster. Der Computer ist langsam, vielleicht ist es der Strom. Und müde bin ich, vielleicht ist es der Zug. Und der Reis ist angebrannt, vielleicht ist es das Salz. Und das Fahrrad klappert, vielleicht ist es das der Gehsteig. Und der Mond ist voll. Vielleicht ist es das Klima und die Fingernägel sind lang. Vielleicht ist es der. In der Stadt, in Wien, hält mich nichts mehr. Hat mich nie was gehalten. Kein Geld und keine Lust, über die Sprache hinwegzuhüpfen, sich anzuwehren an die Reise, die Abreise, immer nur der Zustand. Sowjetunion, Israel, Iran.